Blitze zu sehen auf Lukas Knopf TV. Und wir sind immer noch bei den Nines und jo Leute, was geht ab? Habe ich vergessen am Anfang, aber ist egal, wir haben heute mal anders gestartet. Drittes Video von den Nines und ich filme jetzt das Intro ein klein wenig danach, weil wir haben einfach gefilmt, haben Footage gesammelt und wir haben jetzt noch so viel, es ging noch Big Air Sessions und so weiter und in dem Video kommt einfach nochmal richtig viel Footage reingepackt. Wir versuchen einfach eine kleine Struktur hier in dem Video zu haben. Es sind einfach richtig viele Clips von FPV-Drohnen, vom Robert aus der Kamera, von der POV-Ansicht und so weiter und so fort. Ab geht's, drittes Video, Swatch Nines. Jetzt war gerade noch ein Airbag drauf hier auf dem letzten Big Air. Ging gerade ein bisschen Session und jetzt haben wir das weggeräumt. Jetzt machen wir die Landung und dann ist hier gleich Big Air Session. Ich habe es Dirt hier. Robert bringt gerade noch, kommt gleich runter zum Filmen und bringt noch das Big Bike mit. Wir machen jetzt die Landung noch ein bisschen. Looks decent, bro. Yeah, we want to ride directly afterwards. Erster Freund, die auf dem neuen Bike und einfach, es ging so geil. Kommt an, der Kicker ist super lang, man darf halt echt nicht Vollgas nach vorn gehen, weil dann geht es zu weit. Lehnst du dich so rein und es gefühlt alles in Slow-Mo über den Sprung. Puh, fett, freut mich. So. And now on the way in, like on the front flip earlier, I landed and I was like, and I didn't realize it was this. Tragas. Geisteskrank. Ey, die zwei Russo-Brüder, die sind ein bisschen durch im Kopf. Ich habe mir das gerade verbinden lassen. Es war jetzt nicht so schlimm. Aber ich war mal eine Woche im Krankenhaus wegen einer Blutvergiftung. Und das ist einfach nur das Beschissenste, was gibt, wenn du eigentlich nicht wirklich was hast und chillst eine Woche im Krankenhaus, muss ich mit Antibiotika vollpumpen lassen. Deswegen immer lieber Vorsicht als Nachsicht. Jo. Fuck! Ja. So much time. Alter, man hat so viel Zeit, ich muss viel mehr chillen. Ich habe mir gerade schön Platten gefahren, irgendwo da durch. Aber ich habe das Big Bike noch mit unten. Ist gerade leider nur eine kurze Session, deswegen flicken wir jetzt Blödsinn. Yes! Perfekt, ja Mann. Yes, sir! Ey, ey, ey! Ja.
Alter, geil. Oh, ja, der war krass. Alter Vater. Dankeschön. Geil, oder? Danke. That was sick. Bjorn was doing it on over the biggest jump though. Da ist noch ganz schön pfützig, weil der restliche Kurs war spaßig. Oh, fuck! Schade! Viel zu langsam für normalen Flair. Oh. Junge. Ja. Du! Zweiter heute, Dankeschön. I did one cleaner before and this was heavy. Dude, your whip was insane. Yeah, yeah.
This guy just did a fucking front flip cliffhanger, which is insane, Bienve. Nice job. Let's say some details though, which is kind of funny. I did it on a run, yeah. Shirtless. Oh yeah, in the from top to bottom, yeah. Last section when you're already breathing like crazy. It sounds so funny to me. And I decided to do that 10 seconds before dropping. So good. This is how it works, so you don't put pressure on yourself. Yeah, yeah, yeah. I just realized that. You feel good riding? The run feels good, and then yeah, that's the best way, dude. See. Thanks for the love, brother. No problem. Jetzt train mit Jakub und Ivan. Höfler. Die Jungs sind abgebogen. Ich fahr hier rum. You boys! Wow! Alter, was ist hier los? Alter, seid ihr geil! Ihr seid ja krass. Shirtless train. Oh fuck. Der Hayden Ziplotny hat einfach gerade zwei vor mir halt ein Flat Spin überdreht und ist einfach ganz unten im Flat gelandet. Ich hatte mich in meinem Leben zwei, dreimal ausgenockt, aber bei Weiden nicht so ein krasses Ding wie das. Und wir haben gerade Erste Hilfe alle geleistet da unten und abgesperrt und so richtig Bock auf Fahrradfahren hat jetzt leider gerade keiner mehr. Wir gucken jetzt gerade, ob wir für die Fans noch eine, die gekommen sind, eine kleine Show. Bisschen im Skatepark rollen, ja, ein, zwei fahren gerade im Pool. Ist immer Mist, also komplett scheiße, wenn sowas passiert. Er war jetzt wieder ansprechbar, aber ich glaube, also der wird sich jetzt wahrscheinlich an die ganze Woche nicht erinnern gefühlt. Gehört halt leider auch zum Sport, deswegen will ich das jetzt hier, glaube ich, auch gar nicht rauslassen, sondern schon so ein bisschen mit drin lassen und euch auch vielleicht damit sagen, warum jetzt hier nicht mehr passiert ist. Ich hatte auch noch ein, zwei Missionen, aber ganz ehrlich, wenn man sowas halt sieht, ein bisschen brutal, also ganz ehrlich. Ja, es fährt halt schon oft irgendwie ein Schutzengel mit und auch bei ihm jetzt, so schlimm wie der Sturz war, aber wenn du da keinen Schutzengel hast, dann ja, keine Ahnung. Ziemlich komischer Vibe gerade ein bisschen. Bum, 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 bum. Ja klar, Mann. Das war's von einer Woche Swatch 9s. Es hat super Bock gemacht. War leider jetzt zum Ende hin, aber gehört dazu ein bisschen ein Vibe-Killer. Aber wir haben trotzdem für die Fans, die ihr jetzt unten seht, noch eine kleine Show unten auf dem Fun-Jump gemacht. Danke an alle, die da waren, nicht nur Samstag, sondern auch Freitag. Auch am The Mosh Sprint stand zum Autogramm holen und so weiter. Es war eine geile Woche, aber halt auch viel Regen. Und dann heute halt noch was passiert. Ich habe aber gerade Mitteilung bekommen, dass es ihm gut geht. Er bleibt jetzt trotzdem erstmal noch
vom Krankenhaus, aber es ist nichts gebrochen, keine Wirbel, nichts. Und wie gesagt, es gehört halt leider dazu. Ja, war jetzt irgendwie komisch. Ich glaube, ich habe es vielleicht ganz gut rübergebracht und geschildert. Ich habe dann einfach mal kurz ein kleines Statement abgegeben, so eine halbe Stunde danach in die Camp. Aber ja, nichtsdestotrotz, ansonsten war es super geil. Fette Grüße an Hayden. Drückt alle die Daumen, dass er bald wieder auf dem Bein ist und es ihm gut geht. Ich habe heute das Buddha-Shirt an, weil meine neuen Highschool-Shirts, die wir rausgebracht haben bei The Motion Brand, einfach komplett durchgeschwitzt waren, weil wir doch hier von früh bis spät Fahrrad gefahren sind und die auch komplett eingesaut und dreckig waren durchs Wetter. Aber wenn ihr Bock auf neue The Motion Brand Shirts habt, wir blenden hier ein paar Bilder ein, links unten in der Videobeschreibung. Checkt's ab, das neue Scrub hat super geil performt. Hoffe, die Nines-Videos haben euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Peace.